1000 Euro ist viel Geld, aber man muss auch sagen, mit 1000 Euro kann man sich eine Grafikkarte oder eben einen ganzen Gaming-PC kaufen. Und 1000 Euro stellt für viele Leute eine magische Grenze dar, die man sich auf der einen Seite noch leisten kann und auf der anderen Seite bekommt man dafür eine PC-Konfiguration, mit der man noch einige Jahre Spaß haben kann. Wie meine aktuelle Empfehlung aussieht, wenn es um die 1000 Euro PC-Konfiguration geht, das schauen wir uns in dem Video mal an. Kurze Werbung vorab, die 1000 Euro Gaming-PC-Konfiguration, die ich euch heute vorstelle, könnt ihr für 1000 Euro selbst bauen oder eben für einen kleinen Aufpreis auch direkt bei meinem Partner Dubaro als fertige Konfiguration bestellen. Das gilt dann eben dafür, wenn ihr keine Lust oder Zeit habt, einen PC selbst zu bauen. Die Konfiguration an sich findet ihr auch bei meinen Freitagsangeboten auf der Subpage bei Dubaro, ebenso wie viele andere Preisklassen-Gaming-PCs. Schaut da also gerne mal rein. Aber was bekommt man für 1000 Euro. Und da ein kleines Vorwort. Bei einer PC-Konfiguration muss man immer wieder abwägen, was sinnvoll oder eben auch nicht sinnvoll ist. Und manchmal ist es aus Preis-Leistungsgründen sogar unvernünftig, mit der neuesten Hardware zu gehen, weshalb ich mich hier bei der CPU auch für einen Ryzen 7 5700X entschieden habe. Der Grund ist ganz einfach der, dass man hätte hier auch mit einem Ryzen 5 7500F gehen können und da hätte man künftig auch einige Upgrade-Möglichkeiten mehr. Allerdings würde man dann mit einer entsprechenden Grafikkarte nicht mehr auf die 1000 Euro kommen. Denn RAM und Mainboard sind dann natürlich etwas teurer. Wenn ihr aber, sagen wir mal, 100 Euro mehr ausgeben könnt und wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr die AM5-Alternative. Hier könnt ihr hoch bis zu einem Ryzen 7 5800X 3D upgraden, was immer noch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, eine verdammt schnelle Gaming-CPU ist. Der kommt hier aber auf einen MSI B550A Pro und ich sag's mal so, es ist ein preis-leistungsstarkes Mainboard mit allen notwendigen Anschlüssen, genug Power, um die CPU zu versorgen und immerhin im ATX-Formfaktor. Wenn ihr aber zum Beispiel eine bessere Ausstattung braucht, wie WLAN und Bluetooth zum Beispiel, findet ihr dafür auch Alternativen in der Videobeschreibung verlinkt. Für mich war wichtig, kein Micro-ATX-Billow-Mainboard hier zu verbauen. Die CPU bekommt aber einen dedizierten Kühler und zwar den Endorphi Spartan 5 Max A RGB. Der ist einfach ein bisschen besser und vor allem leiser als der AMD Boxkühler und macht auch ein bisschen was her mit seiner RGB-Beleuchtung, wie ich finde. Beim RAM bin ich dann mit einem Kit Kingston Fury Beast mit 16 GB und 3600 MHz CL17 gegangen. 3600 MHz deshalb, weil das für die AM4-CPUs der Geschwindigkeits-Sweetspot ist. Und hier sieht man auch klar, warum es sich an der Stelle lohnt, auf eine etwas ältere Plattform zu setzen. Ihr bekommt das Kit nämlich für unter 50 Euro. Wenn ihr aber mehr braucht, dann könnt ihr natürlich auch von Anfang an ein Dual-Kit mit 32 GB verbauen. Denn jetzt kommt die gute Nachricht, weil wir hier ein bisschen Kosten einsparen, können wir auch eine 2 TB SSD verbauen mit der Kingston NV2. Das ist keine extrem schnelle, aber immerhin eine PCI Express 4.0 SSD und der große Speicher wird den allermeisten für einige Jahre ausreichen. Da muss man also nicht ans Nachrüsten denken und auch nicht ans Umrüsten. Das finde ich persönlich ganz praktisch. Wichtig an der Stelle, wenn ihr 32 GB RAM wollt, dann müsst ihr bei der SSD wieder ein bisschen sparen und könnt dann auch nur 1 TB nehmen, das sollte euch bewusst sein. Und ich habe es eben schon angekündigt, auch bei der Grafikkarte habe ich mich ganz bewusst für ein Last-Gen-Modell entschieden, und zwar die Radeon RX 6800. Der Grund ist einfach der, dass man hätte hier mit dem Budget auch mit einer RX 7700 XT gehen können, aber die günstigste Karte draußen kostet aktuell rund 420 Euro, während die günstigste RX 6800 bei knapp 390 Euro liegt und jetzt kommt es, sogar stellenweise noch minimal schneller ist. Es gibt also kaum einen vernünftigen Grund, mit einer neueren Karte zu gehen, denn auch featuretechnisch ist ja zum Beispiel die gute Nachricht, dass man hier so Sachen wie AFMF auch mit den RX 6000er Karten nutzen kann. Für den Preis ist sie mit ihren 16 GB VRAM auch eine wirklich starke Grafikkarte, die sich perfekt sogar schon für QHD eignet. Und das auch in der 1000 Euro Preisklasse. Die direkte Alternative wäre hier eine Nvidia RTX 4060 Ti in der 8 GB Variante, die kostet ungefähr genauso viel. Aber am Ende
Ende des Tages habt ihr mit einer RX 6800 insgesamt ein gutes Stück mehr Leistung, weshalb ich in der Preisklasse auch eher mit AMD gehen würde. Beim Case seid ihr natürlich insgesamt relativ frei. Ich habe mich in der Konfiguration jetzt für ein günstigeres Silentware Case, und zwar das Silentware R100, entschieden. Mit dem Teil bekommt ihr eigentlich für den Preis ein schlichtes, schickes Gehäuse mit Meshfront, also einem ordentlichen Airflow, 320 mm RGB-Lüftern in der Front und einem 120 mm Exhaust-Fan und genug Platz für alle Komponenten, die wir heute verbauen, weil da auch Grafikkarten mit einer Länge bis über 380 mm reingehen. Das ist echt ein ganz gutes Case für den Preis. Und auch enorm wichtig, Hand aufs Herz, ist natürlich das Netzteil. Da ist die Entscheidung auf ein Seasonic Focus GX mit 750 Watt gefallen, einfach weil es erstens ein zuverlässiges Netzteil mit 80 plus Gold und allen relevanten Schutzschaltungen ist und zweitens auch genug Leistung für die verbauten Komponenten liefert. Ganz kurzer Edit an der Stelle, Dubaro verbaut ein sogar noch etwas besseres MSI-Netzteil in der Konfiguration. Das ist auch das, was ihr hier im Video seht, aber grundsätzlich ist das Seasonic, was ich euch hier vorschlage, vollkommen in Ordnung. Was leistet so ein 1000 € Gaming-PC? Ich habe mich ja eigentlich grundsätzlich dagegen entschieden, die 3D-Mark-Benchmarks für solche Tests zu machen. Nichtsdestotrotz will ich den TimeSpy für PCs als Standard-Benchmark jetzt einfach mal machen, weil ich in nächster Zeit einige PCs vorstellen werde und ihr dann natürlich auch vergleichen könnt, also wie viel Mehrleistung man theoretisch bekäme. Die Kombo hier macht im 3D-Mark TimeSpy 14.192 Punkte. Die Zahl könnt ihr euch jetzt entweder merken oder wieder hier hinkommen, wenn ich den nächsten PC präsentiere, um sie zu vergleichen. Im Prinzip eignet sich so ein aktueller 1000 € Gaming-PC auch mehr oder weniger für alles Mögliche an Games und jetzt wird's interessant, er eignet sich auch schon sehr gut für QHD-Gaming. Auf Raytracing würde ich in der Preisklasse kein großes Augenmerk legen, das geht mit der Grafikkarte aber natürlich optional auch irgendwie, nur wirklich gut ist da natürlich anders. E-Sport-Games wie Rainbow Six Siege laufen auf QHD und Ultra wirklich smooth auf dem System. Ich habe hier in einem schnellen Match über 300 FPS im Schnitt. Das kann sich wirklich sehen lassen und ist auch mit höherherzigen, gibt's das Wort überhaupt, Monitoren spielbar. Und auch das neuere COD MW3 kann sich auf der Maschine hier sehen lassen. Auch das ist auf QHD und hohen Settings mit über 150 FPS im Schnitt spielbar, also absolut gut. Das gleiche sollte wegen der gleichen Engine natürlich auch für Warzone und Co. gelten. Der Assassin's Creed Mirage Benchmark läuft mit über 100 FPS im Durchschnitt durch. Das wäre jetzt ein Beispiel für ein relativ leichtes AAA-Game, aber das geht eben auch mit dem Rechner, wie man hier sieht. Und wenn man in Cyberpunk auf Raytracing verzichten kann, dann läuft dieses Game für ein AAA-Spiel auch absolut spielbar mit über 70 FPS auf QHD und maximalen Settings. Allerdings mit FSR 2.1 auf dem Preset Quality ist für das Game aber vollkommen in Ordnung und macht auch wirklich Spaß. Und weil ich euch eben nicht nur einen Nvidia-Titel, sondern auch einen AMD-Titel zeigen wollte, ist die gute Nachricht. Bei Avatar Frontiers of Pandora könnt ihr mit dieser älteren AMD-Grafikkarte hier zum Beispiel auch FSR 3 Frame Generation nutzen. Und was das letztendlich bringt, das seht ihr hier. Dieses Game läuft dann nämlich in QHD und hohen Settings mit FSR 3 Frame Generation spielbar mit über 120 FPS. Und das eben trotz dieser riesigen und wirklich schönen Spielwelt. Ja, ich glaube, das ist so ziemlich das Maximum, was man aktuell an Gaming-Leistung für 1000 € rausholen kann. Bitte bedenkt aber zwei Dinge, denn man kann diesen PC natürlich auch in abgewandelter Form konfigurieren. Ihr könnt statt zum Beispiel 16 GB 32 GB RAM rein konfigurieren. In vielen Fällen reichen 16 GB RAM zwar noch, aber nichtsdestotrotz ist mehr hier natürlich besser. Und wenn ihr sagt, dass ihr aber im Selbstbau bei 1000 € bleiben wollt, dann müsstet ihr die SSD hier eine Nummer kleiner nehmen, nämlich nur mit 1 TB. Leuchtet irgendwo ein, weil wenn man irgendwo mehr nimmt, muss man an einer anderen Stelle vielleicht weniger nehmen, um den gleichen Preis zu erzielen. Und wenn ihr euch ein paar mehr Upgrade-Möglichkeiten für die Zukunft lassen wollt, dann führt eigentlich kein Weg dran vorbei, die nächst kleinere Grafikkarte zu kaufen und auf einen Ryzen 5 7500F zu gehen mit einem AM5 Mainboard und auch DDR5 RAM. Auch diese Alternativen habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich denke aber folgendes. Auch auf AM4 kann man ja theoretisch hochgehen bis zu einem Ryzen 7 5800X 3D und das ist ja trotzdem immer noch eine der stärksten Gaming-CPUs am Markt. Weshalb das aus meiner Sicht natürlich auch kein Beinbruch ist. Wer aber eben mit neuer
Speichertechnologie gehen will, gibt entweder ein bisschen mehr aus, das wäre nämlich die nächste Option, oder man nimmt ein bisschen weniger grafische Leistung in Kauf, was mir im Herzen immer wehtut, wenn ich euch einen Gaming-PC zeigen will. Alles in allem finde ich allerdings, dass das hier ein grundsolides und rundes System ist, aber was haltet ihr von meinem Konfigurationsvorschlag? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, einen Link zu den Parts findet ihr in der Videobeschreibung. Die nächste Klasse wird dann der 1500 € Gaming-PC und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.